Das habe ich gestern auch erst wieder gesehen. Hier so ein neuer Take für Superreichensteuer, und zwar von einem AfDler, der gemeint Von hat, einem man kann, AfDler. man müsste die Okay. Superreichen besteuern. Das ist halt ein, was habe ich kommentiert? Das ist ein dummer linker Take, weil wenn ich ein reicher Deutscher in Deutschland bin und ich muss mehr zahlen aufgrund dessen, dann war ich die längste Zeit ein reicher Deutscher, dann gehe ich woanders hin. Und dann nehme ich auch meine Firmen mit. Was ist denn superreich? Also ich weiß nicht jetzt, wo da die Grenze ist. Ich nehme mal an, wenn es mehr als zweifach im Milliardenbereich ist Okay, weil ich und höher. dachte, die Linken sagen ja immer ab 1 Million, ne? Das ist ja schon das Ja, das Haus ist ja von der Quatsch. Oma. Ja, das ist Quatsch. Ja. Das ist Also Quatsch. ich persönlich bin tatsächlich schon dafür, dass man Einkommen aus selbstständiger Arbeit, ne? Wenn du selbst mit deinen Händen was arbeitest, dass man das geringer besteuert, als wenn du dein Kapital für dich arbeiten lässt. Weißt du, wie ich meine? Dass wenn du Ja. wirklich selbst Stunden investierst und dafür was bekommst, dass das weniger stark besteuert wird, wenn du einfach irgendwie Dividenden bekommst oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich auch notwendig zu berücksichtigen, wenn jetzt ein Mensch 60 Stunden die Woche arbeitet und entsprechend eben viel Geld bekommt oder jemand, der halt einfach nur 15 Stunden arbeitet. Ich meine, eigentlich darfst du ja nicht nur den reinen Brutto ansetzen, du musst natürlich irgendwie auch die Arbeitszeit mit anrechnen, oder? Dann wird es wieder voll kompliziert, ne? Ja, schon, aber irgendwie wäre es fair, Fairer, finde ich ja. halt persönlich. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das im Detail aussehen könnte, aber ich finde es irgendwie ungerecht. Siehst du, hier steht jetzt erst einmal die Mehrwertsteuer weg. Vorhin habe ich gehört, alle Steuern weg, bis auf die Mehrwertsteuer. Das wäre ja dann nur, was du konsumierst, bezahlst du auch an Steuern. Das wäre irgendwie fairer. Ja. Also da gibt es verschiedene Ideen und Modelle. Ja gut, da gibt es dann aber auch wieder, ne, das Modell, dass es eben verschiedene Mehrwertsteuer gibt, wo man sich dann fragt, okay, wieso ist der Männerrasierer, war das nicht mal mit 7% und der Frauenrasierer mit 19%? Da gibt es schon ein paar verrückte War doch auch mit Babynahrung. Mehrwertsteuersätze. Ja. Wenn es Dass fest das ist, kein dann. elementares, Ja. also die elementaren Lebensmittel haben ja 7%, oder? Und die man eigentlich so als Konsumgüter kennt, 19, und Babynahrung ist halt 19%. Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber so in Gläschen, das ist aber auch 7, oder? Oder war das auch Ich frag 19? mich nicht, ich habe Ja. keine Ahnung. Babynahrung für Männer. Ich habe meine Mandeln rausbekommen und dann musste ich so Babynahrung essen, weil. Alles, was du da halt dann isst, tut ja höllisch weh, ne? Und seitdem hasse ich das Okay. Zeug. Das schmeckt ja nach gar nichts. Das schmeckt generell komisch. Richtig Du schlimm. hättest dir einfach selbst dein Essen in den Mixer schmeißen können oder Suppe essen. Ja, Suppe ist halt wieder das, ne? Wenn das warm ist, geht's auch nicht. Dann geht's nur kalt und Ach kalte so, Suppe ist ja okay. echt. Ja, okay. Also ich bin jetzt kein Gazpacho-Fan und kalte Brühe Nee. ist auch ekelhaft. Hätte ich Vanillepudding gegessen. Kennst du diese Fertigwaffeln, die du auch beim Aldi kaufen kannst? Ja, Die ist absolut ekelhaft, richtig oder? widerlich. Ich kann die bis heute nicht mehr sehen. Also ich muss schon sagen, machen die Waffeln schon an, wenn ich vorbeilaufe, weil ich mache mir dann zu Hause Waffeln. Ja, das ist Weil wenn du zehnmal da hinten drauf liest, was da drin geiler. ist, weißt du, es hält sich ja ungefähr 5 Jahre so eine Packung. Das kann ja nicht Bäh. mit. Kann ja nicht richtig sein. So, Nee. wieder zurück zu Steuern. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sie überhaupt sagt. Eine Also, AfDlerin. Ist das auch eine AfDlerin? nee, Das sieht aus wie eine das, Grüne. ja. Die Was steht sonst irgendwo, noch? ich glaube in Berlin, oder? An der Spree Ja, irgendwo. stimmt. Und erzählt uns Hat eine was. dicke Regenjacke an, vielleicht sagt sie ja noch was zum Klima, oder? Dass es so warm ist. Also sie sagt was zur superreichen Stocken. Okay. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir über die Superreichensteuer des. Was war das für ein Effekt? Oh, crazy, sie ist Lass unten uns mal durchgegangen. schauen. Lass mal schauen. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir über die Superreichensteuer diskutieren? Global benötigen wir nämlich mehr Finanzen für Maßnahmen gegen die Klimakrise. Kannst du Also hell über sehen? Geld. Geld. Nicht, nee, wirklich nicht, aber ich hab mich an das Video erinnert von der Emilia Fester, wie sie auch. Nee, wer war das? Irgend so eine andere Klimatussi, die dann auch gesagt hat, es ist einfach so unerträglich warm und hat dann einfach im Juni eine dicke Winterjacke an. Das Ja, hat das mich ist schon einfach lustig. genauer Ja. an den gleichen Hintergrund erinnert und sie sagt halt auch genau das Gleiche. Aber das ist doch auch Es ist Auswirkung von unmöglich. der Klimakrise, dass es auch dann kälter und nasser wird. In einem Maß, was ja nicht normal ist. Ist halt praktisch, dass irgendwie alles Ausmaß Alles. der Klimakrise sein kann. Ach, guck mal, hier ist der krasse Crusader, der kommentiert uns immer bei YouTube. Jetzt hat er uns auch mal live erwischt. Herzlich willkommen. Cool, schön, dass du da bist. Krise und für Maßnahmen für mehr Klimaresilienz. Allein in den letzten Monaten sind Tausende von Menschen durch Hitzewellen ums Leben gekommen. Und wir haben Flutkatastrophen von zerstörerischen Ausmaß erlebt. Ja. Also, ich kann mich daran erinnern, als Kind war bei uns immer die halbe Ortschaft
überflutet, wenn es gepisst hat. Heute ist da ein Damm und das ganze Wasser kommt nicht mehr vom Feld rein. Das bedeutet, mit der Flut, das ist nicht erst seit 5 oder 10 Jahren, das gibt es schon immer. Ja, vor allem, ich habe mich gefragt, weil die doch gesagt haben, dieses Jahr schon in 5 Städten Jahrhunderthochwasser. Jetzt, wenn ich mal überlege, wie viele Städte es in Deutschland gibt, wo ein bisschen niedriger liegen, wo es dann auch Flüsse gibt, ist doch klar, dass es jedes Jahr in mindestens 50 Städten ein neues Jahrhunderthochwasser gibt. Oder nicht? Macht doch mathematisch einfach Sinn. Ja, aber Mathematik ist rechts. Haben wir gelernt. Ja. Ich meine, das ist in dem Video, da kommt auch gleich noch eine Grafik, die ist auch lustig. Aber schauen wir mal weiter. Das reichste Prozent der Menschheit verursacht dabei so... Genau. Sie sagt das reichste Prozent, also 1%. Mhm. Und hier ist eine Grafik von 10. Und in der Grafik nochmal 1% aufgeführt. Ja, vor allem das 1%, das wäre ja oben noch so viel breiter. Das erinnert mich auch an dieses Flugvideo von Taylor Swift. Oder wie sie da alle von ihren, was weiß ich, Kongressen mit den Flugzeugen losdüsen. Ja. Zeitradar. Ja. Das Konzert in... Las Vegas? Ich glaube, Vegas war es. Oder irgendwo in Texas. Ja. Mich würde halt interessieren, also Superreiche ist Top 1% anscheinend. Das heißt, was fordern die? Da müssten sie ja irgendwie für die, weiß ich nicht, mehr als 1 Milliarde im Jahr verdienen. 1 Million? 1 Milliarde im Jahr? Ich weiß nicht, was Top 1% ist. Müssten sie ja dann irgendeine Steuer fordern. Das Geile ist ja, wir haben ja mal drüber gesprochen, wer in der Bundesregierung am meisten fliegt. Natürlich sind es Grüne. Okay, Scholz ist auch dabei. Aber Baerbock und Habeck fliegen ja ohne Ende durch die Gegend. Wahrscheinlich auch die Top 1 Verdiener in Deutschland. Wenn der Top 1, dann auch Top 10. Und da können die ja dazu. Ja. Also, wie ist dann das begründet? Und vor allem, hast du die neueste Grafik gesehen, wie viel die Leute beim ÖRR verdienen? Dass deine Sekretärin bis zu 7.000 oder so verdient? Netto. Nee, brutto. Und ein Redakteur irgendwie 12.000. Und wir wissen ja alle, wie die berichten. Ne? Eher grün. Und die sind bestimmt auch in den Top 10 dabei. Na gut, was ist das Durchschnitts-Bruttoeinkommen? War das nicht bei 4.000? Singles, oder? In Deutschland. Oh, jetzt muss man nochmal gucken. Ich würde auch behaupten, zwischen 3,5 und 4, oder? Ich meine, es war bei 4,323 Euro brutto. Hier okay, ist ja doch einiges. Also ist sie auch drüber. Mit 7. Genau, das Einzige, wo Habeck und Baerbock hinfliegen sollten, ist aus der Bundesregierung. Ja. Aber wieso verstehen die das denn nicht, dass wenn die diese Leute besteuern, dass die halt einfach wegziehen? Wieso verstehen die das nicht? Also, dann kommen sie mit, es gibt ja so eine Wegzugssteuer. Also, wenn du deine Firmen dann ins Ausland verlegen willst, gibt es eine gewisse Steuer. Der Satz scheint mir individuell zu sein, da gibt es aber auch Wege, die du das umgehen kannst. Also, wenn du reich bist... Da zählt auch wieder eine Firma mit rein. Mhm. Also, nicht, wenn ich... Ach so, ja, natürlich, wenn du dann eine große Firma hast, wo du viel Anlagevermögen hast, dann hast du ja auch gleich so viel Geld. Also, das ist dann das Argument dagegen. Ne? Es gibt ja so die Wegzugssteuer. Hm. Okay, verstanden. Alles in allem, wenn ich reich wäre und mich würden die dann ankacken, dann würde ich mir das doppelt überlegen. Okay, dann mache ich vielleicht ein paar Miese, so einmal, aber auf lange Sicht spare ich. Dann gehe ich nach Dubai, wo ich keine Steuern zahle. Vor allem ich in die Schweiz. Sind doch die Reichen und Unternehmer dann auch die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das kommt noch und dazu. Das ist ja meistens auch, dass sie halt das Risiko tragen des Untergangs, sage ich mal, aber sie deswegen halt auch einen höheren Gewinn einfahren können als Unternehmer. Gewissen Risiken. Wenn die einfach weggehen, geht ja generell viel Wohlstand verloren, weil es keine Arbeitsplätze mehr gibt, die gut bezahlt werden. Die gibt es dann halt woanders. Ganz toll. Sie sind nicht weg, sie sind einfach nur woanders. Habecken. Hier schreibt jemand, ich glaube, die brauchen das für das eigene Seelenheil zu wissen, dass Reiche ihr Geld abdrücken müssen. Da bin ich auch völlig bei dir. Dass es noch jemanden gibt, der noch reicher ist. Ja, der Neid. Wir haben ein sehr wichtiges Detail vergessen, denn diese Leute haben früher gesagt, dass man Millionäre extrem stark steuern soll. Und erst seit kurzem hat sich das Narrativ zu Superreiche verschoben, weil die nämlich alle selber reich sind. Wie gesagt, du brauchst, es reicht ja auch, wenn du auf dem Land einfach nur ein Haus hast. Muss die Oma, wenn sie das vererbt, oder muss man das dann jährlich zahlen? Oder muss sie dann ihr Haus verkaufen, dass sie die Steuer fürs Haus zahlen kann? Macht ja irgendwie keinen Sinn. Ist es das, was ich einnehme oder das, was ich besitze? Eine gute Frage. Einkommen ist für mich das, was dazukommt, oder? Nicht das, was ich habe, also das Haus, das ich habe, sondern was ich quasi jährlich an Gehalt dazu bekomme. Hier sagt doch jemand was über den Median und der Durchschnitt. Also mein Wert, den habe ich jetzt, ich habe Bruttoeinkommen Deutschland gegoogelt, dann kam... Durchschnittseinkommen, also kein Median, sondern Durchschnitt. Das heißt, wie war das? Bei Median sind die extrem rausgerechnet oder was?
Median ist genau die Mitte. Also das, du hast das kleinste und das größte und dann drehst du dich in der Mitte. Es gibt ja noch irgendeine Zahl, bei der sind dann die Extremen eliminiert, weil die es ja auch sehr krass verschieben können, die extrem viel verdienen. Ja. Okay. Ja, und das wäre ein Bruttogehalt von 51.000 im Jahr. Das ist Durchschnitt. Okay. Frag mich immer, wer hat denn so viel? Wenn ich mit Leuten rede, ich kenne, und die reichen die das alle nicht. Also fehlt immer viel, ja, aber keiner, der ganz viel hat. 50.000 zahlst du halt auch schon fast den maximalen Steuersatz. Okay, also. Die Ärmsten sind nur für 50% verantwortlich. Hm? Nee, die ärmsten 50% sind für 8% der Emissionen verantwortlich. Dann geht's weiter. Das ist aber weltweit, ne? Global Income. Global, ja. Gut, dann haben wir unten Afrika. Ja, dann können wir ja alle da oben hin. Eben. Dann können wir ja alle da oben hin. Okay. Ja, oh, das ist interessant. Das ist gar nicht deutsch. Das ist global. Ich frage mich dann auch, ob noch sie dann davon schließt auf Deutschland. Also, ne, das 10% dann in Deutschland, oder? Ich bin mal gespannt. Die vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Das kann ich dir gleich sagen. Sie haben halt versucht, irgendeine Grafik dazu rauszuziehen, ja. Sieht halt gut aus, so ein Trichter, ne? Mit viel Rot. Ja. Oh nein. Okay, also, wir verbrauchen das meiste. So viele Treibhausgasemissionen wie 5 Milliarden Menschen zusammen. Also die reichsten Menschen verursachen die meisten Treibhausgasemissionen, können sich am besten auch vor den Auswirkungen der Klimakrise schützen, während die Menschen, die jetzt bereits durch die Klimakrise sterben, am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Die verwundbarsten sind... Okay. Jetzt frage ich mich aber auch noch weitere Details. Also die reichsten, wir reden ja, ne, die am meisten Einkommen auf der Welt haben. Jetzt ist es ja aber so, dass... Reichtum kannst du ja in jedem Land anders messen. Ne? Also ob ich jetzt hier 2.000 Euro in Deutschland verdiene oder 2.000 Euro in Bulgarien, macht ja schon einen Unterschied. Mhm. Haben sie das irgendwie, also ich kenne jetzt ja, du kennst wahrscheinlich die Hintergründe auch nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles aussagekräftig ist. Ne? Weil wir wissen doch auch zum Beispiel, dass die Griechen zum Beispiel, die haben alle extrem viel Eigentum. Ich glaube in Bulgarien und Ungarn ist es auch so, dass die irgendwie zu 70-80% alle im Eigentum wohnen. Dafür halt das Einkommen nicht so hoch ist. Ja. Aber sind sie deswegen reicher? Weißt du, wie ich meine? Lebenshaltungskosten sind niedriger. Ja, Lebensqualität und sowas muss man halt gegenrechnen, ja. Ja, das wird auch immer in Glück gerechnet. Die glücklichsten Menschen. Die dann wohnen sind ja, wir aber weit unten in Deutschland. Die wohnen in Schweden und in, oder in Skandinavien halt und in Luxemburg, glaube ich. Also ist sie selber auch betroffen von dieser roten Trichterfarbe. Mhm. Hoffentlich geißelt sie sich auch genug selbst. In den Bevölkerungsgruppen. Das ist die Definition von Klimaungerechtigkeit. Und die Reichsten, die Milliardäre dieser Welt, müssen Okay, also wir reden nicht von zweistelliger Millionenbetrag, sondern von Milliarden. Ja, aber wenn wir die 10 reichsten Prozent der Welt dazu zählen, das ist noch locker, ist die da auch dabei, wenn die beim ÖRR schafft, also arbeitet, schafft. Schafft. Schaffe. Das habe ich auch gestern irgendwo gelesen. In Deutschland sind wir auf Platz 3 mit den Superreichen oder Reichen. 3.300 waren es, oder? Oder war es doch 3.300. Das ist jetzt wahrscheinlich diese Brückenschlagen von irgendeiner Grafik. Ja. Die Superreichen haben wir in Deutschland definiert als, was hat sie gesagt, Milliardäre. Mhm. Und vor allem die Grafik war halt gerade Einkommen und das ist jetzt, glaube ich, Besitz und Eigentum, ne? Alles so verwirrend irgendwie. Das muss halt auch ins Narrativ passen. Beim ÖRR anschafft. Ja, das ist so, das hast du ein bisschen verschluckt. Das hat sich verdächtig angehört. Tut mir leid. War doch Absicht. Endlich ihren Teil dazu beitragen, dass wir die Finanzierung haben für Klimaschutz. Dafür, dass wir unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft transformieren hin zu einer klimagerechten Weltgemeinschaft. Und deswegen brauchen wir die Superreichensteuer. Also wir brauchen die Superreichensteuer nicht für Brückensanierung, Straßen, Schulen, Bildung, sondern Klima. Ja. Aber ist es nicht auch so, also sag mal, ich würde das mal aus dem Bauch raus sagen, ich habe jetzt keine Zahlen dafür, der Durchschnittschinese ist ja nicht so reich wie der Durchschnittseuropäer. Aber laut jeder Statistik wird doch in China pro Kopf viel mehr CO2 freigesetzt. Oder ist es absolut und in Relation ist der einzelne Chinese nicht so schlimm wie wir? Ja, bei dem Weil dann hätte das mit dem CO2 ja wieder nichts mit dem Einkommen zu tun, weißt du, wie ich meine? Bei den Chinesen ist es aber auch im Kommen, dass jeder sich ein Auto zulegt. Früher sind die alle mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Die reisen extrem viel durch die Welt auch. Deswegen, also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das... Also ich bin ganz schlimmer CO2-Ausstoßer, damit zu tun hat, wie viel ich verdiene.
China war auf Platz 2 der superreichen Anteil. Die waren bei 8.000 oder was? Und die USA bei 12 oder so. Keine Ahnung, ob das eine gute Quelle war. Ich habe da ein Video gesehen und es ging in die Richtung. Ja. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen. Ja. Ja, amüsant. Ja, also ich kann schon verstehen, wo sie herkommen. Wir wollen mehr Geld für unseren CO2- und Klimaquatsch. Weil, also wir haben natürlich kein Ausgabenproblem, wir haben Einkommensproblem. Die Kohle muss irgendwie herkommen, brauchen mehr Steuern. Aber wie sie sich das herleiten, das ist wieder, wir haben eigentlich das Ergebnis, das wir präsentieren wollen und suchen sich halt irgendwelche Studien zusammen. Ist ja, was sie immer tun. Und die passen halt oft nicht. Du hast halt so hingeformt. Ja. Also plausibel begründet war das nicht, ne? Ich will es jetzt nicht in Abrede stellen, dass wahrscheinlich schon die Industrieländer halt mehr CO2 verursachen. Ja, die produzieren aber auch. Ja, eben. Also, ist ja völlig klar. Und dafür ist ja Deutschland noch sehr gering. Waren wir nicht, wir waren auf Platz 3 weltweit und jetzt sind wir auf Platz 4? Nee, ich glaube weiter hinten, ja. Ja, Japan ist jetzt vor uns. China und USA. Und... Was waren wir? Wir haben nicht mal 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Also wenn man dem Ganzen überhaupt Glauben schenken möchte, ne? Wer dazu gesagt? Ja, also dazu kann ich auch den letzten Deep Talk von Fulks sehr empfehlen aus der Ketzerkirche. Ich muss mir das jetzt schon dreimal anhören, ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber er hat auf jeden Fall den Klimawandel, den Menschengemachten, widerlegt. Ich habe es angefangen. Und dann hat er auch schon, war das das, wo er eingangs gesagt hat, ich habe mich damit... ein halbes Jahr mit beschäftigt? Ja, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und dann irgendwie von der Größe von CO2-Teilchen und dass das, was die alles berechnen, gar nicht stimmen kann. Wir werden das mal, wenn wir ein Video draus machen, drunter verlinken. Gerne. Das Video. Ich fand es ja schon damals, als es drum ging, da gibt es auch solche Messstellen. War das mit Stuttgart auch? Dass sie die irgendwie nur 2 Meter Höhe hängen an die Straße, die am meisten befahren ist, wo alle im Stau stehen. Richtig. Also, und in China hängen sie die einfach in 200 Meter Höhe, wo gar kein CO2 mehr ankommt. Also ich habe da mal drauf geachtet, weil an einer Kreuzung, an der ich auch öfters vorbei war, stand immer so ein komisches Ding. Das war dann irgendwann bunt angesprayt natürlich. Mhm. Schaut, was das ist. Und es ist auch so eine Messstation an einer Kreuzung von 2 Bundesstraßen. Ja, vor allem, ich hab mich da auch sehr ausführlich mit beschäftigt. Wenn du mit so einem CO2-Messgerät in eine U-Bahn-Station gehst, durch diesen Schleifabrieb beim Bremsen entsteht da, das ist auch extrem hohe CO2-Belastung, genauso wie an Kopiergeräten. Also es ist nicht mal irgendwie sicher, dass das von den Abgasen stammt. Das könnte halt auch einfach, wenn du es so niedrig aufhängst, von den Gummiabrieb und Bremsabrieb von den Autos sein. Ich muss gerade noch kurz auf den Chat reagieren. Hier steht nämlich, Feinstaub ist kein CO2, aber die messen das in CO2-Äquivalenten und da gehört Feinstaub meines Wissens dazu. Deshalb kann man da salopp gesprochen schon von einem und demselben sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und für Unterhaltung aus aktuellem Zeitgeist, Politik und diversen anderen Gesellschaftsthemen schaut doch gerne bei Schonungslos vorbei. Alle Links findet ihr in der Infobox.